Oh, wir sind mit Ihnen. Ja. Oh, ja, ich profitiere. Es gibt Berufe, da gibt es keinen Applaus. Ja. Boah, ich denke, in jedem Beruf muss es möglich sein, seine Freude zu finden. Ne? Boah, es gibt Berufe, da ist es viel schwieriger. Als Beispiel die Arbeiter am Skilift. Ja, da muss man sich schon anstrengen, um seine Freude zu finden. Ne? Ja. Aber es ist möglich. C'est ça, dans nos métiers, man muss sich anstrengen, um seine Freude zu finden. Et dans les loisirs, in Freizeit, c'est l'inverse. Man hat Freude, sich anzustrengen. Wie das Velo. Oh, super! Es geht drauf, super! Diese Grimsel passt, super! Keine Sportarten, in denen du nur Spaß hast. Krafttraining. Da sehe ich überhaupt nicht, wo die Freude ist. Du leidest, wenn du es tust, dann kommst du, ist das Freude? Keine Freude. Et ça, ah oui, ça c'est sûrement du plaisir. Ah nein. Puis alors, ça, qu'est-ce que c'est? Comme ça, comme ça. Oh, ça, Krafttraining, du leidest, wenn du es tust. Du leidest, wenn du nach Hause gehst, dann beim Treppensteigen. Du sagst, um sie wieder runterzugehen. Et après, tu souffres dans n'importe quelle tâche quotidienne, in irgendeine tägliche Aufgabe. Nur schon beim Zähneputzen, ne? Aber es ist ja pas facile, die Tube zu öffnen, wenn der Typ Muskeln hat, bis in die Fingerspitzen. Und nicht einfach, seine Kraft unter Kontrolle zu haben, wenn sie sich immer weiter entwickelt. Oh, scheiße. Und das Zähneputzen so. Et ça, c'est que pour se laver les dents. Hein? Je vous explique pas le reste. J'explique pas. Oh, Krafttraining, wo ist die Freude? Hein? Bah, vielleicht um zu protzen. C'est vrai que ça peut aider hein, mit Muskeln. So. En même temps, si on veut protzer, on peut protzer. Ça, c'est du Welschtuch. Hein? Protzer, on peut protzer en faisant le coq, der Gückel. So. Das braucht viel weniger Muskeln, den Gückel. Stellen Sie sich vor, wenn der verheiratet ist. Und seine Frau ihn nur so kennt, kann er sich nie entspannen. Ne? Wenn er Zeitung liest. Wenn er Geschirr spült. Thank you.
ist kein Leben.